müssen sehr spontan werden, weil ja eben diese dritte Rednerin ausgefallen ist. Ich habe jetzt paar Slides praktisch von der Dame, von der Christina Knellwolf, genau, Ruhigro, gesnippt praktisch und versuche das jetzt so kurz zu umreißen. Und ich denke, dann können wir übergehen in den Alltag von der Kollegin. Also Christina Knellwolf lässt sich sehr entschuldigen und es ist ihr wirklich nicht recht, nicht dabei sein zu können. Auch Zoom haben wir probiert bzw. überlegt von außerhalb, aber sie fühlt sich dazu im Moment nicht in der Lage. Die Rolle der IBD-Nurse. Ein Patient fragt sich häufig, bin ich jetzt für immer krank, wenn die Diagnose kommt? Was heißt das jetzt für mich? Und die IBD-Nurse oder eine Nurse, die sich halt einfach diesen Patientinnen und Patienten widmet oder mehr widmet als andere, zusammen mit den Ärzten, kann eben Unterstützung bringen im Thema Aufklärung, was wir jetzt eben auch versucht haben, im ersten Vortrag zu informieren, wo stehen Sie, was haben Sie für Probleme, was können wir machen, über die Diagnose zu informieren und auch über die therapeutischen Optionen, wenn es dann nachher ins Detail geht. Einfach nochmal unterstützend zu sein, wie kann man jetzt Klismen gut anwenden oder ich habe Probleme mit den Schäumen, was kann ich machen, etc. Es gibt auch die Möglichkeit eben, dass dann informiert wird über klinische Studien, die laufen. Wenn Therapien nicht gut laufen, dann haben wir Kontakt zu Zürich oder St. Gallen, wo eben Therapiestudien laufen. Und da gibt es dann die Connections über die IBD-Nurse. Dann eine Folie von der Christina noch, muss ich mein ganzes Leben Medikamente einnehmen? Wie gesagt, Information, Information, Information zu den verschiedenen Therapien, Instruktion, Pen, Spritze etc., dass man da begleitet wird. Und die Koordination natürlich, die Terminvereinbarung, wann muss der Patient häufiger kommen. Dann noch was Soziales oder eben bezogen auf die Arbeit, kann ich normal weiterarbeiten. Und da hat die Christina auch in St. Gallen noch den Patientinnen und Patienten auch geholfen, eben oder zu war Ratgeber, auch wenn es nicht mit der Arbeit so gut geklappt hat. Was kann man da machen? Wo können wir noch mehr unterstützen? Beratung in schwierigen Situationen, in beruflich schwierigen Situationen. Das können wir einfach nicht vom Workload haben wir einfach nicht die Kapazität her. Das ist auch nicht in dem Sinne, das können wir einfach nicht leisten und deswegen sind wir hier. Dann Sport, Wandern, Schwimmen, das geht in den Lifestyle-Vortrag. Geht das noch? Also eine Beratung hinsichtlich auch solchen Faktoren und Aspekten. Was kann man nicht, was soll man nicht? Ich habe Probleme mit aufhören zu rauchen. Dann koordiniert sie zum Beispiel die Rauchstopp-Sprechstunde. Wie kann man möglichst die Lebensqualität herstellen oder wieder erhalten? Und Thema Familienplanung, Schwangerschaft, auch da die Koordination zu den Gynäkologen, zur Frauenheilkunde, zum neonatologischen Team und so weiter herstellen, verbinden, Termine koordinieren. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit, da ist auch ein großer Faktor dabei. Eine Folie noch, ich will unabhängig bleiben und meine eigene Entscheidung treffen können. IBD-Nurses und auch wir als Ärztinnen und Ärzte, wir geben die Information. Schlussendlich bleibt aber die Entscheidung für oder gegen etwas immer bei Ihnen. Oder? Sie sind da in dem Sinne selbstständig und autark und müssen hinter dieser Entscheidung auch stehen, können das natürlich auch immer wieder revidieren, immer wieder neu entscheiden. Aber das ist auch ganz wichtig, dass die IBD-Nurse eben so viel Unterstützung gibt, wie gewünscht ist, aber auch nicht mehr. Gut, und das war die Zusammenfassung praktisch aus diesem Vortrag von Christina Knellwolf. Und ich denke, jetzt können wir einfach in den Alltag einsteigen, wie das so Genau. aussieht und wo man Unterstützung gibt. Also bei uns vielleicht die Situation, wie sie war, ist das jetzt, die Situation, wie sie war, bevor unsere drei IBD-Nurses das Ganze
mitbetreuen. Ja, ich habe den Eindruck, jetzt besser. Okay, oder ich muss ausstellen. Als wir angefangen haben mit dem Ganzen, als ich ans Kantonsspital in Frauenfeld gekommen bin, hat jeder vom Team, und das sind wie viele Leute, 20 Leute, sich um diese Infusionstherapien gekümmert. Und dadurch, dass das jeder gemacht hat, waren alle ein bisschen unsicher, was sie machen sollen. Und dann haben wir gesagt, wir bestimmen jetzt einzelne Pflegefachfrauen, die sich dann ausschließlich als Ansprechpartner um die Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen kümmern. Und das machen wir jetzt seit 3 Jahren, das ist eigentlich recht positiv angekommen. Die Frage ist, was macht man denn quasi? Also heute haben wir auch Patienten gehabt, die zur Infusionstherapie gekommen sind. Wann fangt ihr an, euch quasi vorzubereiten auf die einzelnen Patienten, die kommen? Hallo, schönen guten Abend, auch von mir. Also es ist so, dass die Patienten stehen ja in der Regel fest, die werden ja natürlich von euch als Ärzten eben uns überstellt sozusagen, wenn die Diagnose eben dann leider diagnostiziert worden ist, genau, festgestellt worden ist, nehmen wir sozusagen Kontakt zu dem Patient auf und eben die Therapie wird natürlich vom Arzt gestellt, wie es aussehen soll. Und wir bereiten uns in der Regel immer einen Tag vorher vor für die Leute, eben für die Patienten, wo dann am nächsten Tag da sind. Sprich in der Regel halt die Infusionstherapie, genau, und bereiten uns da auf den Patienten vor, genau. Und dann kommt der Patient und dann? Genau, also wir holen den Patient ab im Wartebereich, begleiten ihn. Wir haben einen großen Aufenthalt, so einen Vorbereitungsraum, wo verschiedene Kajüten sind, wo der Patient sitzen darf, liegen darf, was ihm angenehm ist während der Therapie, und legen ihm einen venösen Zugang, schließen da erstmal normale Kochsalzlösungen an, dass einfach eine Leitung gegeben ist, nehmen in der Regel vorab meistens auch noch Blut ab, weil natürlich viel bestimmt werden muss, dass man einfach schauen kann, wo steht der Patient immer in seinem Wochenrhythmus, und schließen dann das Medikament an, wo für den Patient eben, ja, genau, festgelegt ist, genau. Und so der Austausch, eben, wir haben gerade auf den Slides gehört, Begleitung, verschiedene Themen. Also ich habe ja eben gesagt, ihr kennt die Patienten extrem gut, tauscht euch mit denen aus. Was sind so Themen, die dann während der Infusion thematisiert werden? Es gibt ja solche, die froh sind, wenn sie ihre Ruhe haben und lesen können oder irgendwas. Aber es gibt auch die, die eigentlich ja gerne kommen und sich austauschen. Was sind da so Hauptthemen oder? Genau, also wie schon natürlich von Dr. Sulz und auch Frau Dr. Manser angesprochen, ist natürlich Kommunikation das A und O. Das ist einfach, wir sind halt sozusagen auch ein bisschen das Bindeglied zwischen Patient, Arzt. Es ist so, dass wir einen zweiseitigen Fragebogen haben, nachdem wir uns einfach immer etwas richten, wo uns einfach auch immer ein bisschen Überblick gibt, wie es Ihnen geht. Nichtsdestotrotz sind es aber eben, wenn man doch ein bisschen tiefer geht, wenn vielleicht auch ein gewisses Vertrauensverhältnis dann schon aufgebaut ist über die Zeit, das geht manchmal schnell, manchmal nicht so schnell, was völlig verständlich ist, weil es ist einfach eine doofe Situation, sind es einfach natürlich oft so Themen, klar, wo kann ich auf die Toilette gehen, einfach heikle Themen, wo wir halt bestmöglich, auch mit verschiedenen Broschüren, auch mit Rücksprachen natürlich an die Ärzte. Wir bilden uns natürlich auch weiter, ihnen natürlich dann halt helfen können. Genau. Ja. Genau. Vielleicht an der Stelle kurz die Rückfrage oder die Frage ins Publikum. Gibt es Fragen, wo Sie den Eindruck haben, das würde mich jetzt noch interessieren, was so eine IBD-Nurse dann macht oder? Gibt es in dem Zusammenhang Fragen, Dinge, die Sie interessieren würden? Oder alles klar geworden in dem Zusammenhang? Ja? Dankeschön. Also ja, ich habe eine Frage. Gibt es diese IBD-Nurse
überall? Ist das in der ganzen Schweiz oder ist es jetzt einfach eine Erfindung von Frauenfeld und Münsterlingen oder wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es das schon lange. Also in St. Gallen zum Beispiel hat die Frau Knellwolf das super lange gemacht und im Unispital in Zürich, wo ich lange war, gibt es auch eine IBD-Nurse. Und so aus der Erfahrung, die wir auch dann von diesen Zentren eben mitgebracht haben, hat sich gezeigt, dass die Patientenbetreuung einfach deutlich besser ist, wenn die Patienten wissen, dass sie einen fixen Ansprechpartner haben. Und während wir halt relativ häufig dann in Untersuchungen sind, in Konsultationen sind und eben nicht ans Telefon gehen können oder E-Mails dann erst abends beantworten, ist es viel einfacher, mit den IBD-Nurses Kontakt aufzunehmen, vielleicht auch eine Frage zu platzieren, dass sie dann die IBD-Nurse zwischen zwei Untersuchungen kurz mit dem Betreuenden Arzt rücksprechen kann. Und darum haben wir das eigentlich bei uns dann relativ bald eingeführt, weil die Patientenbetreuung besser ist. Also ich würde sagen, in den größeren Zentren in der Schweiz gibt es das vermutlich inzwischen überall. In den größeren Spitälern oder wenn gerade Spitäler dann in der Leitung vielleicht jemand haben, der sich viel beschäftigt hat, auch mit IBD, denke ich, ist das auch mehr und mehr der Fall. In Praxen glaube ich, dass es von der personellen Aufstellung her einfach nicht möglich ist, da eine Person dann zu sich spezialisieren zu lassen in dem Bereich, weil die natürlich jeweils in den Untersuchungen mit drin sind. Also ich glaube, je kleiner die Gastroenterologie, umso weniger wahrscheinlich ist es, dass es das gibt. Aber das ist also keine Thurgauer Erfindung, sondern das gibt es also auch außerhalb des Thurgaus regelmäßig. Also ja. Ganz muss ich noch kurz sagen, in Münsterling gibt es das so noch nicht. Aber wir sind im Prozess, dass das kommen wird, weil das macht Sinn. Wir müssen noch überlegen, in welchem Rahmen das wirklich dann auch umsetzbar ist, weil es gibt ja immer die Wunschsituation und dann die reelle Situation. Und man muss irgendwo schauen, wie man mit den Personalschlüsseln umgehen kann. Es gibt eine Praxis in Bern, eine große Praxis von Professor Seibold. Der hat eine IBD-Nurse, aber das ist eine Ausnahme. Der hat auch sehr, sehr, sehr viele chronisch entzündliche Darmerkrankungen, Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Deswegen, also In der Praxis sehr, sehr selten, aber es gibt es. Genau. Ja. Genau. Sonst Fragen? Ja. Ich wiederhole sonst. Ja, also vielleicht, da können wir gleich vielleicht noch drauf zu sprechen kommen, weil es jetzt nicht speziell zur IBD-Nurse ist. Mehr die Frage, komme ich gleich nochmal drauf zurück auf Ihre Frage. Frage war, ob wir was zu Therapien, Stuhltransplantation sagen können. Gibt es aber noch speziell Fragen zum Thema IBD-Nurse? Weil sonst würde ich Frau Riester herzlich danken, dass du so spontan hier hochgekommen bist und ein bisschen berichtet hast und dich wieder entlassen. Danke. Dann würden wir die allgemeine Fragerunde starten. Also Sie haben ja jetzt gerade schon gesagt, Therapien, Sie haben speziell Stuhltransplantation genannt. Die Stuhltransplantation, man hat das, also die Überlegung ist ja eigentlich nicht schlecht zu sagen, naja, jetzt hat sie eben da von Mikrobiom geredet und dass das sinnvoll ist oder über das Mikrobiom relativ viel wahrscheinlich von diesen Pathomechanismen ablaufen. Man hat das auch schon angeschaut. Ist aber so, dass die Stuhltransplantation für Patienten mit chronisch entzündlicher Darmerkrankung keinen Vorteil bringt. Also man kann damit jetzt nicht die Erkrankung beeinflussen, wo die Stuhltransplantation eine große Rolle spielt und eigentlich inzwischen häufig durchgeführt wird, ist bei einer Infektion mit einem sogenannten Bakterium, Clostridium difficile heißt das, führt zu einer starken Entzündung im Dickdarm auch. Vom Bild her sieht es schon etwas anders aus, aber führt auch zu einer Entzündung des ganzen Dickdarms. Und wird primär mal mit einem Antibiotikum therapiert. In den Guidelines ist tatsächlich empfohlen, beim ersten Mal mit dem Antibiotikum, dann mit dem, dann längere Antibiotikatherapien. Aber es gibt viele Patienten, die trotz der Antibiotika, man setzt die wieder ab, dann kommt es wieder, dann therapiert man es wieder, dann setzt man das Antibiotikum wieder ab, dann kommt es wieder. Und dann ja, richtig, aber das ist bei den Patienten ohnehin schon kaputt. Also es geht ja um die Therapie dieses Bakteriums.
Und bei den Patienten spielt die Stuhltransplantation eine große Rolle. Also da kann man dann das Mikrobiom wieder neu ansiedeln. Und in den Studien liegt der Anteil derer, die nachher dann eben keine Entzündung mehr entwickeln, bei 80-90%. Also das ist eigentlich sehr vielversprechend. Man stellt sich das so ein bisschen gruselig vor. Ja, es ist jetzt auch nicht gerade schön, aber es hilft den Leuten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diesen Stuhl von speziellen Spendern, es gibt inzwischen Stuhlspender für das, dahin zu bringen, entweder von unten. Es gibt aber auch die Möglichkeit von oben, keine Sorge, man muss es nicht trinken. Es ist dann speziell formuliert und wird dann weiter unten im Magen-Darm-Trakt appliziert, aber die Möglichkeit gibt's. Aber bei chronisch entzündlicher Darmerkrankung spielt das keine Rolle. Leider, weil sonst eben durchaus gezeigt, dass es einen positiven Effekt hat bei anderen entzündlichen Geschichten im Darm. Sonst weitere Fragen? Ja. Moment. Was für einen großen Effekt oder Auswirkung hat der IBD auf Arthrose oder auf die Entstehung von Arthrose? Meiner Meinung nach, soweit ich das überschaue, eine Arthrose im eigentlichen Sinn, also die degenerative Verschleißerkrankung von Gelenken, nicht. Schließe ich mich an. Also man muss ja unterscheiden zwischen der Arthrose und der Arthritis oder Arthropathie. Arthropathie, wo also keine Entzündung da ist, aber die Gelenke halt trotzdem weh machen. Das haben viele von Ihnen wahrscheinlich auch im Laufe der Erkrankung bemerkt. Da ist die Assoziation mit der chronisch entzündlichen Darmerkrankung vorhanden, ganz klar, das weiß man. Aber bei der Arthrose gibt es eigentlich keinen Zusammenhang. Wie sieht das aus mit Magenbrennen, wenn man zum Beispiel jetzt schon über Jahre Magenbrennen hat oder mit dem Band pro Zoll hat man es wohl können beheben, oder? Aber kann das Magenbrennen auch bis in den Darm runterkommen und etwas nachher so auslösen? Also die Refluxerkrankung ist ein gesondertes Krankheitsbild, was natürlich beim Morbus Crohn, oder wenn Morbus Crohn den oberen Gastrointestinaltrakt betrifft, also den oberen Teil, das heißt selten, aber es kann vorkommen, also Magen, Speiseröhre, oberer Dünndarm, dann kann das natürlich ähnliche Symptome machen, nicht klassisches Sodbrennen, aber ähnliche Symptome machen. Das ist natürlich dann wieder separat anzuschauen. Aber das müsste man dann auch prüfen, ob das so ist. Aber das, die eigentliche Refluxerkrankung ist gesondert. Gibt es Erfahrungen über Einnahme von Weihrauch bezüglich der Darmerkrankungen? Also therapeutisch? Genau, es gibt... Die orale? Ja, genau. Es gibt Studien, nicht so viele, aber es gibt Studien und Hinweise, dass Weihrauch in einer adäquaten Dosierung bei Morbus Crohn eingenommen werden kann. Und ich habe mehrere Patienten in der Vergangenheit gehabt, also in St. Gallen noch, in meiner Zeit in St. Gallen, die einen positiven Effekt hatten. Aber es gibt natürlich, wie immer, auch bei den Lifestyle-Vortrag haben wir das gehört, Sport kann nützlich sein, muss aber nicht. Es kann auch schaden. Das muss man dann wirklich ausprobieren und schauen. Das ist sehr individuell, aber es schadet ja auch nicht. Von dem her. Also von dem her, alternative Therapien auszuprobieren, schadet nicht, oder? Und wenn es nützt, dann nützt es. Und wenn es nur additiv noch zusätzlich hilft, dann ist es auch gut. Aber einfach zu sagen, Weihrauch hilft immer bei Morbus Crohn, ist natürlich nicht so richtig. War da hinten noch eine Frage? Ich mache heute ein bisschen Sport. Und durch die vielen Medikamente hat man irgendwie auch mit dem Herz etwas, haben die auch mit dem Herz etwas zu tun? Ich habe durch die vielen Medikamente habe ich jetzt Herzprobleme.
Sie meinen durch die Medikamente für eine chronische entzündliche Für Colitis ulcerosa. Ja. Also ich glaube, ich muss das Mikrofon dann. Beschäftigen dich. Ja? Grundsätzlich, also es gibt wenig Medikamente, wo tatsächlich ein Zusammenhang ist mit dem Herzen im Speziellen. Es gibt natürlich solche, wo wir die Nierenfunktion besonders im Auge behalten müssen, wo man sieht, bei dem Azathioprin zum Beispiel, dass wenn die Spiegel hoch sind, die Leber in Mitleidenschaft gezogen werden kann oder aber das Blutbild. Also ich meine, jedes Medikament hat Nebenwirkungen, so auch die, die wir applizieren. Das Herz ist da allerdings zumindest bei denen, die bis jetzt zum Einsatz gekommen sind, eher ein Organ, was seltener beschrieben ist, dass da Probleme auftauchen können. Also es sind viel häufiger Niere, Leber, wo das Ganze eine Rolle spielen kann und die wir dann eben über die Blutentnahmen auch unter Kontrolle halten oder wenn man regelmäßig einen Ultraschall macht, die Organe anschaut. Also ganz klassisch ist es nicht, dass das Herz betroffen ist und darum gibt es auch keine Empfehlung, regelmäßig jetzt zum Beispiel das Herz zu untersuchen bei Patienten mit Infusionstherapie oder so. Das ist bis jetzt zumindest, es sind jetzt noch ein paar neue Substanzen auf dem Weg, wo man das häufiger checken wird, aber bei den bis jetzt bestehenden möglichen Therapien ist das eher die Ausnahme. Ja. Ich habe eigentlich eine Frage an alle, die da sind. Ich komme alle zwei Monate in Tivio-Infusionen über und ich habe eine Frage, ob jemand auch Infusionen überkommt und schon mal länger im Ausland war, also zum Beispiel ein halbes Jahr oder so, ob das möglich ist, dass man die Infusionen auch im Ausland kann, machen kann oder ob das schon mal jemand gemacht hat. Das ist jetzt primär Frage ans Publikum, gell? Ja. Aber ich könnte jetzt dazu sagen, also es kommt natürlich darauf an, wo, in welchen Ländern. Also ich würde sagen, in Europa, wir hatten eine Patientin, die ist nach Australien und eine in Europa länger gewesen. Und da ist es, macht es Sinn, wenn man sich lokal einen Gastroenterologen sucht, also in der Stadt, wo man dann lebt oder wo man sich länger aufhält und dass man dann dort die Verbindung hat und die Infusion bekommt, weil wir können nicht Infusionen irgendwo ins Ausland hinschicken, weil die müssen ja appliziert und sie müssen ja verabreicht geben. Das ist mit Spritzen kein Problem oder mit Pens, aber natürlich mit Infusionen. Und da gebe ich immer den Tipp, vor Ort Gastroenterologen zu suchen, der das dann managt. Und mit der Versicherung muss man das im Vorfeld dann abklären, aber das ist in der Regel kein Problem. Da vielleicht noch die Anmerkung, also das ist was ich tatsächlich mit eher mit Jüngeren, weil die mehr reisen, aber mit Patienten zu Beginn auch thematisiere. Also wenn mir jemand sagt, dass er sehr viel verreist, probiere ich tatsächlich eher keine Infusionstherapie zu starten, sondern irgendwas, was der Patient auch mitnehmen kann, also Spritzentherapie zum Beispiel. Beim Entivio, ich kenne jetzt Sie nicht, Ihre Situation nicht, aber gäbe es ja auch die Möglichkeit, inzwischen das subkutan zu applizieren, dass man da vielleicht drüber nachdenkt, aber das ist was man schon in die Entscheidungsfindung ein bisschen mit einbeziehen sollte, weil wenn mir jemand sagt, er verreist viel, er ist 3 Monate im Jahr unterwegs, dann muss ich sagen, wird es ganz schwierig mit der Infusionstherapie, dann macht es mehr Sinn, zu sagen, man macht eine Spritzentherapie, als dem jemand zu sagen, ja, okay, dieses Jahr geht's nach Tansania, dann suchen wir da jetzt mal einen Gastroenterologen. Also das muss man so ein bisschen in die Entscheidungsfindung mit einbeziehen. Das ist ganz wichtig, darum, gerade diese Lifestyle-Faktoren, am Anfang frage ich auch die Frauen, ob sie noch Kinder planen, ob die Leute viel verreisen, ob sie Schichtarbeit machen. Ich habe eine Patientin, die mir gesagt hat, ich mache alles mit therapeutisch, aber ich habe 3 kleine Kinder zu Hause, Infusionstherapie, es wird nicht klappen. Ich habe diese 3 Kinder und dann muss man das ein bisschen überlegen. Also wenn jemand viel reist, tendenziell eher Spritzen. Aber klar, manchmal geht es nicht anders, dass man eine Infusionstherapie macht. Ich habe eine Frage, wie die aktuelle Studienlage zum Darmkrebsrisiko aussieht und ob es da Zusammenhänge mit dem Aktivitätsgrad gibt.
Also bei der Colitis ulcerosa ist das Darmkrebsrisiko generell höher als beim Morbus Crohn. Und da kommt es sehr auf die Aktivität drauf an. Also grundsätzlich ist es etwas erhöht, aber man kann sozusagen in der Summe sagen, wenn die Erkrankung gut kontrolliert ist oder kontrolliert ist, dann ist das Erkrankungsrisiko praktisch fast so wie in der Normalbevölkerung. Man bekommt ja regelmäßige Kontrollen, in der Regel so dreijährlich bis fünfjährlich, je nachdem. Wenn Sie aber allerdings starke Entzündung haben und das schwierig zu kontrollieren ist, da haben wir mehrere Patienten auch in St. Gallen gehabt, da haben wir dann wirklich gesagt, das ist fast sicherer, den Dickdarm entfernen zu lassen, weil man fast keine Kontrolle mehr hat. Wenn dann Entzündung ist und Polypen und Pseudopolypen, dann wird es sehr schwierig. Aber das sind ja zum Glück wenige Fälle. Genau, ergänzend vielleicht noch zusätzlich zum Aktivitätsgrad ist auch entscheidend, wie ausgedehnt die Colitis ist. Also jemand, der jetzt zum Beispiel nur eine Proktitis hat, also im Enddarm, da spielt das nicht so eine große Rolle. Wenn jemand eine Pankolitis hat, also den ganzen Dickdarm betroffen, dann ist auch in den Guidelines, wird viel, viel früher empfohlen, jährlich bis zweijährlich die Spiegelungen zu machen. Nicht um zu gucken, wie entzündet ist der Darm, sondern eben um zu schauen, ob es Vorläufer von einem Dickdarmkrebs im Dickdarm gibt. Also einmal die Aktivität von der Erkrankung, aber auch das Ausmaß der Erkrankung quasi bei Diagnosestellung. Die zwei Faktoren spielen eine große Rolle. Ich glaube, da war noch eine Frage, genau. Haben Sie Erfahrungen mit Patienten, die nachher ohne Medikamente weiterleben können? Wenn ja, für wie lange? Jetzt für ewig schon oder für nur ein Jahr oder zwei Jahre? Also die Hoffnung besteht ja immer, dass man irgendwann an den Punkt kommt zu sagen, jetzt setzen wir die Sachen ab und der Darm bleibt, wie er ist und entzündet sich nicht mehr. Es gibt Patienten, wo das tatsächlich funktioniert, wo man nach längerer Therapie, Patienten sagen so, jetzt habe ich es dann gesehen, ich komme jetzt seit 8 Jahren zur Infusionstherapie, nie habe ich irgendwas gehabt, kann man nicht mal absetzen. Das muss man dann miteinander diskutieren. Wenn die Person wirklich nie entzündet war, und da muss man ein bisschen unterscheiden, reden wir von der Patient hat keine Beschwerden oder reden wir von der Patient ist wirklich nicht entzündet, hat also immer ein normales Kalprotektin, bei den Spiegelungen sieht man keine Entzündung, dann ist das durchaus vertretbar. Und da gibt es eigentlich gute Daten, die zeigen, dass je länger die Person nicht entzündet war, umso höher ist das Risiko, dass die Dauer, wo er dann nachher auch ohne Therapie nicht entzündet ist, länger ist. Wie lang, das sieht man dann. Da gibt es nicht, wenn man so lange nicht entzündet war, geht es nachher so und so lange ohne. Aber dann ist die Chance, dass das für eine Weile, vielleicht auch mehrere Jahre, funktioniert, größer. Wenn der Patient aber immer wieder Schübe hatte, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er ohne Medikamente relativ rasch wieder entzündet, ist groß. Und so Leuten rate ich dann ganz klar davon ab, das zu probieren. Aber wenn Patienten länger nicht entzündet waren, kann man das durchaus diskutieren. Das zweite ist, bei Patienten, die einen isolierten Morbus Crohn im terminalen Ileum haben, also im Endstück vom Dünndarm, wenn die operiert werden, gibt es auch Daten, dass die Patienten, die 3 bis 6 Monate nach dem Eingriff keine Entzündung haben bei einer Spiegelung, also man spiegelt dann nach 6 Monaten, und die Patienten, die dann keine Entzündung haben, auch da ist die Wahrscheinlichkeit, dass die längerfristig ohne Medikamente auskommen, höher als bei denen, die dann schon wieder kleinere entzündliche Veränderungen zeigen. Die werden relativ bald dann doch wieder eine Therapie benötigen. Also es gibt so verschiedene Einflussfaktoren, aber grundsätzlich, je länger man nicht entzündet ist, umso eher kann man vielleicht mal drüber nachdenken, mit dem Risiko, dass es wieder kommt und man wie bei Null wieder anfangen muss. Und wir prüfen ja die Situation auch ganz genau. Also wenn man die Entscheidung ins Auge fasst, dass man die Therapie stoppen möchte oder stoppt, bevor wir das machen, also so ist eigentlich im Prinzip die Empfehlung, das machen wir alle so, wird sicher endoskopiert, damit wir wirklich sicher sagen können, da ist wirklich keine Entzündung. Wir machen in der Regel auch noch ein Kalprotektin im Stuhl. Das sind diese Tests, die Entzündungsmarker praktisch widerspiegeln oder sind. Die müssen normal sein und der Patient muss sich natürlich auch absolut gut fühlen und wohlfühlen. Also ich habe im Stuhl, habe ich auf dem Papier Blut.
Und dann habe ich jetzt eine Salbe bekommen und jetzt hat es sich ein bisschen gebessert. Genau. Also im Prinzip ist es so, dass wenn endoskopisch mit der Spiegelung praktisch die Situation gut erfasst ist und gut kontrolliert ist, dann gibt es natürlich auch noch andere Faktoren, wie zum Beispiel leichte Hämorrhoiden zum Beispiel, die nichts mit der Erkrankung an sich zu tun haben, zum Beispiel Colitis ulcerosa, die man dann einfach lokal behandeln kann. Also etwas Blut ist nicht, heißt nicht unbedingt, dass es Erkrankung ist oder Aktivität ist, vor allem wenn man endoskopisch geschaut hat. Also ich schaue bei diesen Patienten dann immer eigentlich relativ niederschwellig, hat es Entzündung oder hat es keine Entzündung, damit wir richtig behandeln. Und wenn man dann nicht irgendwie forcieren muss oder nicht irgendwie intensiver werden muss, dann hat man zum Beispiel ein Hämorrhoidalleiden eben und was, das ist separat. Ja, Hämorrhoidalleiden kann operiert werden, wenn es ausgeprägt ist und schwierig zu kontrollieren ist. Ich habe eine Frage, ob Sie das Medikament Skyrizi kennen und ob Sie Erfahrungsberichte haben zu dem. Und ich habe noch mal eine Frage bezüglich ich stille noch. Also ich habe morbus Crohn und das ist das nächste Medikament. Aktuell habe ich Cimzia. Ob Ihnen das Medikament bekannt ist oder nicht? Wie heißt das? Skyrizi. Das ist. Danke vielmals. Risankizumab. Ist noch nicht Studie. Das ist ein IL-23, oder? Das ist ein, aber das wäre an einem Zentrum wahrscheinlich, ja. Oder? Also nicht jetzt gerade, weil das eigentlich noch nicht für Therapie aller IBD-Patienten, sondern im speziellen Setting im Rahmen von Studien auf dem Weg ist, wahrscheinlich vielversprechend und eingesetzt wird. Ich habe damit keine Erfahrung, weil wir an so Studien einfach aufgrund der Größe der Spitäler, das wird bei dir vermutlich ähnlich sein, nicht teilnehmen. Das macht auch Sinn, dass das große Spitäler sind, die da einschließen. Und mit dem Stillen haben Sie halt das klassische Medikament, was während Schwangerschaft und Stillzeit gegeben wird, wenngleich man tatsächlich sagen muss, dass inzwischen die Daten recht gut sind, dass viele auch der anderen Biologika gegeben werden können. Und der Herr Sulz hat es eben gesagt, die offizielle Empfehlung mit Ausnahme des Cimzias, also des Certolizumabs, ist es in den letzten 3 Monaten, also im letzten Trimenon besser gesagt, der Schwangerschaft die Therapie, wenn vertretbar, zu unterbrechen. Es gibt mehr und also immer mehr Zentren, die Therapie weitergeben, weil in den das ist natürlich immer retrospektiv, in den retrospektiven Studien eigentlich keine Risiken für die Kinder dann entstanden sind. Das war natürlich lange die große Angst, aber die Datenlage wird da immer besser. Aber bis jetzt ist das sehr viel so gemacht worden, dass man die Therapie dann umgestellt hat, weil da einfach belegt war, dass es während Schwangerschaft und Stillzeit eingesetzt werden kann. Ja. Aber darum kann ich Ihnen jetzt die Frage nach dem ersten Medikament leider nicht beantworten. Ich weiß nicht, Michael? Ja, also Risankizumab ist, wenn man das auf der einen Folie, wo die ganzen Entzündungsprozesse abgebildet waren, dann ist das ähnlich wie Stelara. Stelara ist ein Antikörper gegen eben dieses IL-12-23, was ich ganz kurz betont habe. Und das ist ein selektiver, nur IL-23. Und die werden, aber da kommen 2, 3 werden kommen, und zwar wahrscheinlich nächstes Jahr werden die zugelassen werden. Das kommt, also die kommen dann gerade zu dritt praktisch. Genau. Ja, ich würde vielleicht noch 1, 2 Fragen von online nehmen. Also, welche ärztliche Betreuung empfehlen Sie während der Remissionsphase? Der Patient war im August 2021 letzte Nachuntersuchung und bis jetzt nichts mehr.
Also welche Betreuung? Das ist immer spannend. Ich habe Patienten, die sehe ich extrem selten, mit denen stehe ich eigentlich fast nur in E-Mail-Kontakt. Solange die mir regelmäßig, und das ist wirklich was, wo ich probiere, die Leute zu überzeugen. Also die müssen nicht bei mir alle 3 Monate auf der Matte stehen, wenn es ihnen gut geht. Das bringt dem Patienten nicht viel, mir bringt das auch nicht viel. Aber wenn ein Patient tatsächlich nicht entzündet ist, regelmäßig beispielsweise die Stuhlprobe schickt, das Calprotectin und das Calprotectin normal ist und der Patient mir sagt, es geht ihm gut, dann muss der Patient nicht zu mir kommen. Klar, hat der Patient eine Colitis seit vielen Jahren und hatte initial eben den ganzen Darm entzündet, dann empfehle ich ihm, alle 1 bis 2 Jahre die Spiegelung machen zu lassen, im Hinblick auf den Dickdarmkrebs, wie eben diskutiert. Aber ansonsten muss der Patient nicht zu mir kommen, weil er nicht entzündet ist. Wenn das Calprotectin dann ansteigt, selbst wenn es dem Patienten gut geht, bestelle ich ihn, um das mit ihm zu diskutieren. Weil das eine, es ist schon schön, wenn es den Leuten gut geht, da freue ich mich sehr, aber wenn die Entzündungszeichen natürlich erhöht sind, ist das auch meine Aufgabe, dann dem Patienten zu sagen, naja, da scheint trotzdem Entzündung vorhanden zu sein, was machen wir? Also das, ich mache es sehr viel wirklich über diese Kontrolle über den Calprotectin-Wert. Andere mögen das anders machen, aber grundsätzlich kann man nicht sagen, der Patient muss so und so oft kommen, hängt sehr davon ab, ob er tatsächlich nicht entzündet ist oder nicht. Wenn nicht, dann kann man das so beibehalten und regelmäßig per E-Mail oder Telefon miteinander konferieren und die Werte kurz austauschen. Dann gibt es ab und zu noch natürlich Laborkontrollen außerhalb vom Calprotectin, eben zum Beispiel Leberwerte zu kontrollieren, wenn man unter einem gewissen Medikament steht. Das kann man natürlich auch beim Hausarzt machen. Also wir haben da auch Kontakt zu den Hausärzten, wo dann eben zum Beispiel eben 3-monatlich oder 6-monatlich Leberwerte kontrolliert werden, auch wenn die immer normal sind. Aber das muss man auch nicht immer vor Ort machen. Ja, also die typische Frage zur Ernährung, die ist natürlich wieder dabei. Also es hat 2 Fragen zur Ernährung. Grundlegend, wie beeinflusst die Ernährung die Krankheit oder den Krankheitsverlauf? Ja, jetzt hoffe ich, Sie haben alle Decken mitgebracht, damit wir hier die ganze Nacht über die Ernährung diskutieren können. Ernährung ist natürlich ein Riesenthema. Es gibt, wir hatten das eben mit dem Weihrauch, verschiedene Dinge, wo es gute Daten gibt, dass die antientzündlich wirken. Kurkuma zum Beispiel gehört da noch dazu. Es gab eine Heidelberg-Studie am Unispital in Zürich. Das hat auch einen antientzündlichen Effekt. Also es gibt gewisse Dinge, die gut sind. Grundsätzlich ist es aber so, also ich sage den Leuten immer, es gibt ja die Ernährungspyramide. Ganz unabhängig von der chronisch entzündlichen Darmerkrankung sollte man probieren, sich gesund zu ernähren. Also viel Gemüse, viel Früchte, weniger Fleisch, eher Fisch. Sie kennen alle wahrscheinlich diese Pyramide, wo da alles, was gut schmeckt, quasi oben ist, was man dich nicht darf und alles, was nicht so gut schmeckt, unten ist. Also so geht's mir zumindest leider. Patienten berichten oft, dass es Sachen gibt, die sie nicht gut vertragen. Und je entzündeter sie sind, umso schlechter vertragen sie das. Rohkost zum Beispiel. Rohkost ist auch für meinen Darm, und ich habe keine chronisch entzündliche Darmerkrankung, schon schwierig, weil es schwierig ist für unseren Darm, für die Schleimhaut, diese Rohkost auseinanderzubasteln und die einzelnen Bestandteile dann aufzunehmen. Und wenn man jetzt noch eine Entzündung im Darm hat, dann wird das noch komplizierter für den Darm. Darum sage ich den Leuten immer, wenn sie merken, sie vertragen etwas nicht, dann essen sie es nicht mehr. Zumindest bis die Entzündung weg ist und nachher kann man dann wieder probieren. Also generell zu sagen, jemand mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung sollte unbedingt auf dies und das und jenes verzichten, finde ich nicht sinnvoll. Die Leute merken selber, was ihnen gut tut und was nicht. Es gibt nichts, wo es wirklich Daten gibt, zu sagen, das dürfen sie nicht mehr essen, weil es den Darm entzündet. Bei Kindern sieht das ein bisschen anders aus. Bei Kindern gibt es ja gute Daten, dass eine sogenannte Eliminationsdiät die Erkrankung beeinflussen kann. Eliminationsdiät, da isst man dann wirklich nicht mehr besonders viel Feines. Da wird wirklich sehr viel aus der Ernährung rausgenommen, kann aber bei Kindern einen positiven Effekt dann haben und die Entzündung rein durch diese Eliminationsdiät in den Griff bekommen. Aber bei Kindern, bei Erwachsenen funktioniert das nicht. Aber ja, Thema Ernährung, ich sage wirklich den Leuten, man soll das essen, wo man merkt, das tut einem gut. Und das muss die Person selber merken, das kann nicht ich vorschreiben. Vielleicht gibt es noch den Begriff FODMAP, der den einen oder anderen gehört hat oder aufgeschnappt hat, FODMAP-Diät.
Das ist auch immer wieder eine Frage, bringt das was bei Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa? Und das ist eigentlich eine Ernährungsform, die angewendet werden kann bei Reizdarm. Wo es Sinn macht, zum Beispiel bei Crohn-Patienten das mal auszuprobieren, ist, wenn die Entzündung nicht so kontrolliert ist oder nicht so gut kontrolliert ist und oder zusätzlich noch eine Reizdarmproblematik drüber kommt. Es ist ja manchmal so, dass Crohn-Patienten oder auch Colitis ulcerosa-Patienten Reizdarmsymptome noch zusätzlich haben und da kann das was bringen. Eine Sache noch zur sogenannten Crohn-spezifischen Eliminationsdiät, also die sogenannte CDED. Da gibt es jetzt seit 2-3 Jahren Studien, die läuft aber anders als bei Kindern natürlich. Das haben wir auch bei 2-3 Patienten habe ich das auch ausprobiert, weil es einfach nicht kontrollierbar war mit allen möglichen Medikamenten. Und dann haben wir aus der Not heraus die eher mühsame, Crohn-spezifische Eliminationsdiät mit Ernährungsberatung probiert. Bei einem Fall hat das nicht geklappt, trotz 8 Wochen dran halten. Es gibt aber Studienlage, die sagt, zu 20-30% gibt es eine Verbesserung. Aber die Diät muss wirklich mit Ernährungsberatung betreut werden und ist für Morbus Crohn. Danke. Und sollte ja nur gemacht werden, wenn es wirklich nicht anders geht. Ja, wir haben noch 2 Fragen zum Thema Schwangerschaft. Die eine Frage ist, warum der Gesundheitszustand bei Schwangerschaft beim Zeitpunkt der Befruchtung so relevant ist? Und die zweite ist, warum ein Medikament wie Remicade vor der Geburt pausiert werden soll? Kann ich vielleicht beantworten. Es ist in Studienlage bewiesen, dass wenn der Darm nicht kontrolliert ist oder nur wenig kontrolliert ist und dann die Schwangerschaft kommt, dass das einfach deutlich schlechter läuft, sowohl für die Patientin, also für die werdende Mutter, als auch fürs Kind. Deswegen ist unser Streben, es ist einfach die Datenlage so, das sieht man mit Schubrisiko, Hospitalisationsrisiko, Cortisonbedarf in der Schwangerschaft. Das sind alles Faktoren, die nicht sein sollten. Auch Cortison kann mal gegeben werden in der Schwangerschaft, sollte aber nicht langfristig gegeben werden, um wenn möglich zu vermeiden. Und deswegen ist unser Streben wirklich zu gucken, dass wir null Entzündung haben. Der zweite Punkt war Remicade. Remicade kam im Idealfall, wenn alles gut läuft, ist auch schon angesprochen worden, bei Woche 26 ungefähr gestoppt werden. Das heißt, man lässt eine Infusion oder eine Spritze, nee, Spritzen sind ja jetzt häufiger, eine Infusion aus und dann ist die Geburt und danach kann eigentlich wieder begonnen werden. Wenn die Erkrankung aber, man kann es auch durchlaufen lassen, haben wir auch schon gesagt, weil es keine negativen Daten hat bezüglich dem Kind, bezüglich der Geburt, bezüglich Risiken auf das Kind. Man kann aber sagen, dass wenn die Erkrankung nicht so gut läuft in der Schwangerschaft, sollte man es definitiv nicht absetzen, sondern wirklich durchgeben. Weil sonst hat man noch größere Probleme. Gibt es im Raum noch irgendjemand, der etwas fragen möchte? Die letzte Chance? Ja, noch Aperol. Gut, dann ist gut. Dann danke vielmals den beiden Referenten für den Einsatz. War sehr spannend. Danke allen Zuschauern zu Hause, allen Leuten, die hier sind, für das Dabeisein. Ich hoffe, ihr habt die wichtigen Infos, die ich finde, gegeben worden sind, auch aufgeschnappt. Wir haben noch einen kleinen Apro im Foyer. Es gibt auch noch Broschüren, Prospekte von der Crohn-Colitis Schweiz. Können Sie sich einfach bedienen, sind gratis. Ich werde noch hier sein, wenn irgendwelche Fragen zu der Vereinigung da sind, einfach auf mich zukommen. Und ja, dann wünsche ich einen ganz schönen Abend und gutes Heiko.